Das nervt Autofahrer in Österreich am meisten. Österreich bleibt nach wie vor ein Autoland. Eine Umfrage der Wiener Städtischen Versicherung zeigt, dass das Auto für knapp 2/3 der Österreicher immer noch sehr wichtig ist. Dieses Schild mögen Österreicher gar nicht. 42% lehnen Tempo 30 Beschränkungen ab, am meisten die 51- bis 70-Jährigen. Als Gründe werden vor allem Kolonnenbildung, größere Lärmbelästigung, die Umweltbelastung und der Zeitverlust genannt. Nur in Wien ist die Zustimmung von Tempo 30 hoch. 45% stimmen der Beschränkung zu wegen der höheren Verkehrssicherheit. Auch schlimm für Österreicherinnen und Österreicher: CO2-Bepreisung und Verbrennerverbote. Jeder Zweite spricht sich dagegen aus, je älter, desto mehr Ablehnung. Jüngere, höhere Gebildete und Bewohner städtischer Regionen stimmen hingegen einer Bepreisung zu. Die Aktionen der Klimaaktivisten erfahren in der österreichischen Bevölkerung eine deutlich ablehnende Resonanz. Knapp 3/4 empfinden dies als sehr negativ. Auch interessant, die Aktionen scheinen kein Umdenken anzuregen. Über 90% geben an, dass sie durch die Maßnahmen der Aktivisten keine Motivation haben, ihr Mobilitätsverhalten zu ändern. Und da ist egal, ob Autobesitzer oder nicht. Was nervt dich am meisten auf Österreichs Straßen? Schreib's in die Kommentare.